gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Ich kenne Sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Es gibt Gerüchte, dass manche Leute Sie tot sehen wollen. Mir fielen einige ein. Ich weiß Dinge, kenne alte Geheimnisse, alte Zwistigkeiten. Jemand, der Aria schwächen will, könnte es auf mich abgesehen haben. Sie würden es tun, um an Sie ranzukommen. Um mich geht's dabei gar nicht. Ich bin nicht mehr wichtig genug, um eigene Feinde zu haben. Einige Leute wollen Ihren Tod. Ich soll sie in Sicherheit bringen. Ist es wieder soweit? Gute alte Aria. Im Notfall ist sie immer für mich da. Sie schickt jedes Mal jemand anders, als ob ich nicht wüsste, dass sie mich beschützt. Als ob man mich umsonst Oracle nennen würde. Kleiner Vorschlag. Um die Attentäter kümmere ich mich. Ach, was macht das schon für einen Unterschied? Meine Kämpfe bestreitet immer jemand anders für mich. Nein, Sie bleiben ein mächtiger Warlord, der seine Truppen anführt. Sie sind nicht nur Arias Trophäe. Sie sind dann also mein Krant. Na klar, wie konnte ich das vergessen? Dann los! Ich werde mich im Sieg baden, wie in den guten alten Zeiten. Sie sind zurück? Ich habe nichts von den Attentätern gehört. Oder haben Sie Ihre Meinung geändert? Soll ich mich wieder in die Sicherheit von Arias Schutz begeben? Sie müssen sich in Sicherheit begeben. Oder was? Ist es ihr etwa peinlich, wenn ich unter ihrem Schutz stehend sterbe? Weiß doch sowieso niemand mehr, wer ich bin. Also gut, sagen Sie Arias Schläger, dass der alte Mann den Club verlassen hat. Meine Jungs haben Oracle vor ein paar Minuten gehen sehen. Wir überweisen ihnen jetzt ihre Credits. Wir sind hier fertig. Hier gibt's nichts zu sehen. Begeben Sie sich zum Transportbereich außerhalb des Clubs. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es reinkam. Und da kommen wir ins Spiel. Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt. Klingt ein bisschen nach einer Selbstmordaktion. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen... Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Reinkommen ist ganz einfach. Rauskommen eher problematisch. Wir sollten ihn erst mal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen.
Herbert, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Max und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Das müsste sie ausbremsen. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn Sie ihn aktivieren. Sie sind am falschen Ort, Freischaffende. Sind Sie der Anführer des Bloodpack? Gorm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Warum ist das Bloodpack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Bloodpack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur ab. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Ich suche Sergeant Cathcart. Da sind Sie nicht die einzige, Lady. Er ist da drüben und arbeitet an dem Jäger. Wir gehen über die Brücke, wenn er den Befehl erteilt. Reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen. Aber ich hab's nicht eilig. Ich komme gleich wieder. Viel Glück. Was wollen Sie, Freischaffende? Erstatten Sie Cathcart. Ich will keine Ausreden. Kafka soll den Jäger reparieren, sonst läuft er als nächstes über die Brücke. Und jemand soll mir die verdammten Baupläne bringen. Raus mit den Freischaffenden. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Ich habe nur ein paar Fragen über die Operation. Genther! Schaffen Sie mir diesen Abschaum aus den Augen! Hierüber. Die nächste Welle bricht in Kürze auf. Sollten Sie sich nicht draußen dafür bereit machen? Warum ist er so sauer? Er mag Freischaffende wie Sie nicht besonders. Er vertraut nur Leuten, die er kennt, und lässt ungern Außenstehende mitmachen. Was möchten Sie wissen? Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein militanter Turianer, dem es Spaß macht, zum Zeitvertreib Söldner umzulegen. Abgesehen davon ist er ein einziges großes Fragezeichen. Er taucht auf, meist zum denkbar ungeeignetsten Zeitpunkt, und pfuscht uns in unsere Arbeit. Wenn Sie mich fragen, kann er gar nicht früh genug draufgehen.